Diesmal ein rundes Weißbrot. Mal sehen, wie das ist. Sieht jedenfalls gut aus. Ein rundes Weißbrot. Das ist ja gut geworden. Ja. Hallo Leute, das sieht ja klasse aus. Ein rundes Weißbrot. Das Rezept ist genauso wie bei dem Kastenweißbrot, nur dass es in so einer runden Form gemacht wurde. Aber das ist ja richtig gut geworden. Also da kann man nicht meckern. Und der Riesenstollen. Dann kann ich ja futtern. Oh. Da ist die Form. Da wurde es drin gebacken. Einfach nur so eine Auflaufform. Ging wunderbar. Oh. Jetzt haben wir die eine Hälfte da. Die haben wir eingepackt. Zum Einfrieren. Und hier, das hier, kann man jetzt immer so eine Scheiben abschneiden. So sieht's denn aus. Ist doch gut. Da sind die Scheiben nicht zu groß und isst sich besser. Da bin ich immer gespannt, wie das schmeckt. Und das ist diesmal mit einem ganzen Becher Schmand gemacht. Da hatte ich leider nichts zum Auslöffeln. Ich wollte mal sehen, wie das wird, wenn man einen ganzen Becher 200 Gramm da reinmacht. Aber so wie es aussieht, ist es gut geworden. Ach, guten Morgen. Also ich habe jetzt mal schon ein Stück gegessen. Und ich muss sagen, mit diesem ganzen Becher Schmand drin, da schmeckt es noch besser. Das ist dann nicht ganz so trocken. Das andere war zwar auch gut, aber das hier ist noch besser. Da ist dann wahrscheinlich mehr Feuchtigkeit im Teig drin. Also kann man ruhig einen ganzen Becher Schmand oder auch Creme Fraiche, geht ja auch, kann man reinmachen. Also es schmeckt wirklich lecker. Da schmeckt das wirklich noch saftiger, das Weißbrot. Das war wirklich lecker. Leider alle. Aber ich habe ja noch mehr. Was macht die Wespe auf meiner Nase? Hoffentlich sticht sie mich nicht. Na, ist denn sowas drin? Jetzt krabbelt die auch noch da rum. Na Gott sei Dank. Ich dachte schon, die sticht in meine Nase. Na, das wäre ein Ding. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.